Servus und hallo zu Surgeon Simulator 2. Zweiter Aufnahmeversuch. Ganz kurz, warum Surgeon Simulator 2? Vor kurzem habe ich den ersten Teil, mal ausprobiert, sage ich. Natürlich sehr erfolgreich. Mittlerweile haben wir einen Game Pass tatsächlich mal geholt. Und da ist der zweite Teil drin. Und darum haben wir gedacht, boah. Warum auch nicht? Probieren wir mal aus. Warum zweiter Aufnahmeversuch? Ich hab's gerade schon gestartet. Also nicht gespielt, sondern gestartet. Hab auf Spielen geklickt. Wollte das Tutorial spielen. Spiel abgestürzt. Ist schon mal super. Geht gut los. Im ersten Aufnahmeversuch habe ich nur versucht, mir die Controls anzuschauen. Die sind irgendwie wesentlich umfangreicher wie im ersten Teil. Spielen. Möchtest du das absolut willige spielen? Jetzt scheint es zu gehen, soweit bin ich vorher gar nicht gekommen. Ich habe das Spiel schon gesagt, mag nicht mehr. So. Please excuse the unconventional entrance. We like to put the fun in functional here. It appears your invitations were mysteriously sent out a little early. The facility isn't open to the public yet and hasn't been fully tested for trainees. Never mind, I guess you'll be our beta testers. Come on through. So, hier haben wir ein Speer. I am sorry about the mess. Okay, was soll das hier? Ihr wollt eigentlich nur Leute aufschneiden. That door requires an ID card. I'm sure I left mine around there somewhere. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile wirklich verstanden, dass ich da was nehmen kann. Die Frage ist halt nur... Okay. Anyway, I'm Dr. Pamela Preston, one of the founders. You'll be the very first to trial our Surgeon Simulator Training Program. We'll start your training with a quick heart transplant. Don't worry, I'll walk you through it. It'll be a breeze. Wir kommen da rein. Oh, but I'm not sure why that door's locked. Julian, why is that door locked? Okay, well, I guess we'll have to come back later. Let's try something a little different. Onwards. Okay. Oh. Okay, 10 Minuten Tutorial. Wunderbar. Okay, let's try this instead. We're going to attempt a leg transplant. Ja, das bekommen wir hin. Mal kurz hier. That gadget with the screen is a diagnostic scanner. It'll tell you what's wrong with your patient. Lesson one. Keep a close eye on Bob's blood level. If he bleeds out, it's game over. It's okay. Bob, komm her. According to the scanner, Bob's got a dodgy right leg. Rip it off. Okay. Wo habe ich hier mal meine Utensilien? Gibt's hier nichts Effektiveres? Bob? Irgendwie? Blutspiegel ist ungünstig. Ja, der verblutet hier gerade. Das ist irgendwie ungünstig. Hör auf zu bluten. Die nur ein bisschen mit dem Brotzeitmesser gepiekt. Better luck next time. Rip his right leg off and put it in the chute. Bob nicht gefunden. Ja, Bob ist weg. Rip his right leg off and put it in the chute. Jetzt ist aber mal Feierabend hier. Gib doch Ruhe. Mein Bob ist weg. Also das finde ich ziemlich doof jetzt tatsächlich. Jetzt schau ich nochmal, wo hier Gameplay, ob ich das neu starten kann. Ich starte jetzt mal das Spiel neu. Ob dann was geht. Weil, ne? Bis gleich. Das probieren wir jetzt nur und dann halt kein Bob mehr, wenn es nicht geht. So, da bin ich wieder. Ich habe das Spiel jetzt mal neu gestartet.
Und jetzt schauen wir einfach mal. Möchtest du das Tutorial spielen? Nein. Das haben wir ja gerade gemacht. Nein. Vielleicht war einfach das Tutorial buggy. Ich weiß es nicht, was da los war. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du kannst auf alle Spielbereiche mitspielen. Ja, will ich nicht. Ich will einfach. Okay, keine Ahnung. Das sind wir mir. Anscheinend. Ja gut. Verwende das Terminal, um ein Ziel festzulegen. Wo waren da? E war doch gerade interagieren. Geschichtsmodus. Ja, da will ich hin. Geschichte. Bau einen besseren Bob. Kann nicht auswählen, ich kann nur das erste auswählen. Okay. In unter 10 Minuten, ja, jetzt ist schon recht. Wieder Herztransplantation. Alles klar. Wir brauchen das Herz. Wohin? Wo wollen wir da jetzt hin? Ja, keine Ahnung. Machen wir mal. Okay. So. Also es war ziemlich. Poor Bob's heart is on its way out. Luckily, our bioreplicator unit, the Brew, has produced a replacement. The Brew is our greatest achievement and works almost perfectly. Jetzt komme ich hier wieder nicht rein. Ich will doch einfach nur Bob helfen. Ah, hier ist auf. Okay. Geh auf, mach auf. So. Hier brauche ich wieder so blöde ID-Karten. Oh Gott, ist das ein Elend. Also auch wenn ich im ersten Teil nicht besonders erfolgreich war. Muss man ja so sagen. Also irgendwie ist hier ein bisschen ein anderer Fokus, ne? Wie. So. Erstmal schauen, wo meine Werkzeuge sind. Weil vielleicht diesmal mehr wie nur Brotzeitmesser oder so. So. Someone's messed with the fridge door. Okay, da soll er hier zu rein. Verstanden. Okay, das machen wir mal. Blutspritze. Haben wir auch. Die haben wir schon mal da. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Bereite schon mal vor, ne? Kann ja nicht schaden, wenn man was vorbereitet. So, und dann hoffen wir, dass diesmal irgendwie funktioniert, ne? So. Nimm das Zeugs mal. Ja. Braucht kein Mensch, ich brauche hier Platz. Gut. Also bis jetzt ist der erste Teil Tatsache wesentlich besser. Okay, hab drei Blutspritzen. Liege jetzt einfach mal alle daher. Thank you.
So. Es wird wahrscheinlich ein längeres Video, ne? Könnte man vorstellen. Oder ihr schneidet euch irgendwas zusammen, aber... Komm. Ja. Da. Blutstopper spritzen. Legen wir hier hin. Die dritte holen wir uns auch noch. Ja. Warum die da sein müssen und warum man die zuerst holen muss. Verstehe nicht. Ha. So. Nein! Nicht runterfallen. Nee. Mach das mal weg da. Okay. Okay. Das haben wir da. Wo haben wir Werkzeug? Ich brauche irgendwie... Auch Werkzeug, wo ich den aufsäbeln kann. Liegt hier was auf... Ups. Wo ist das neue Herz eigentlich? Soll das da drin sein? Okay, da haben wir... Jetzt brauche ich da die scheiß ID-Karte wieder. Ach Gott. Leute, es ist wirklich... Elend. Da. Oh. Da, was haben wir hier noch? Nichts Besonderes. Wo finde ich die blöden ID-Karten jetzt wieder? Da drin. Da. Brauchen wir natürlich, dass wir zum Werkzeug kommen, ne? So. Also wer einfach nur Bock hat auf hier Leute. ID-Karte. Die Karte. Ah, jetzt habe ich die falsche. Das gibt's ja nicht. Ist das ein Elend? Also, es ist wirklich ein Elend. Ich muss jetzt erst die ID-Karte suchen, bevor ich hier zu meinem Werkzeug komme. So. Die OP möchte ich schon noch ausprobieren, aber hier liegt keine rum. Hier auch nicht. Hier war es auch nicht. So. Hier war auch nichts. Ich brauche ID-Karte Nummer 1. Wo auch immer die rumliegt. Wo kann denn da hingehen? Macht das irgendwie Sinn? Ah, oh, my old office. I rather miss it. Hey, hier. Hey, look, don't believe anything she says. Ja, ist ja recht. Ja. Haben wir das hier. So. Dann können wir noch immer nicht da rein. Warum nicht? Ah, Leute. Echt jetzt. Ach Gott. Da brauche ich jetzt. Ja. Ein Elend ist das. Wir brauchen einfach mal Werkzeug. Ja, vielleicht bekomme ich das, wenn ich die OP starte. Spritzen habe ich da. Da komm, hau drauf. Bob awaits you. Check the diagnostic scanner to see what's ailing him.
Ja. Check Diagnostik, ihr habt nicht. Ihr habt gar nichts da. Ich hab ein paar Spritzen da rumliegen. Irgendwie. Warum habe ich kein Werkzeug? Was ist denn das für Chirurgie ohne Sägen und ohne alles? Ah, da drin habe ich Messer, okay. Habe ich gesehen. Da. Ja, wieder Brotzeitmesser, ne? War klar. Ja, nimm den ganzen Wagen doch mit. So nett. Ach Gott, ist das ein... Okay. So. Nehmen wir nur ein zweites mit, falls wir eins verlieren. Oder so. Da, der Doktor ist da. Ja. Genau. Nimm bloß nicht das Messer. So. Okay. Am besten lässt es fallen. Da. So, passt schon. Hör an. Wie soll ich hier jetzt die... Jetzt irgendwie auch ungünstig so. Das Messer steckt fest. Wie? Ich will doch nur die Rippen wegmachen. Ja, blöd jetzt. Ah, jetzt habe ich es wieder. Okay. Da muss doch irgendwo eine Säge oder so sein. Da. Der verblutet hier jetzt erstmal lustig. Also ich muss Tatsache sagen, der zweite Teil ist... Ne? Ich glaube, wir brauchen nicht reden. Da. Okay. Passt. Weg. Bisschen Blut bekommst auch noch. Liegt der scheiß Stuhl da. Nicht runterfallen. So. Ah, und ich sag noch. So. Passt das? Passt. Wie viel Blut hast du jetzt? Okay. Wieder voll. Ich brauche irgendwie eine Säge oder so. Kann ja nicht sein, dass hier keine Säge gibt. Mach das mal alles weg. Keine Säge. Was haben wir hier? Da ist Säge. Ha! Hammer! Aber einen Hammer gefunden. Okay. Ich kann er nur nicht nehmen, aber ja.
Das haben wir. So. Also ich glaube, ich habe euch das wirklich ordentlich zusammengeschnitten, weil das ist ja Trauerspiel hier. So. Das war die Spritze. Okay. So. Ach, da ist das interessante Werkzeug. So. Bob kann losgehen. Habt ihr das richtige Werkzeug gefunden? Naja, ein bisschen ungünstig, wie du das hältst, ne? Merkst selber, oder? Einfach mal Hand gebrochen oder so. Ja. Da. Dreh mal die Hand so, dass du was anfangen kannst du mit. Ja gut. Da. Da. Ups. Das braucht er nicht mehr, oder? Ich hab keine Ahnung, was das war, aber. Ja gut. Vielleicht sollten wir jetzt mal ganz kurz Blutstillung machen. Bevor am Schluss jetzt nur verblutet. Wäre natürlich ganz blöd. So. Wo ist denn der Blutanzeigomater? Aber nicht hier. Schauen wir mal kurz. Ah, okay. Da. So. Wunderbar. Ob mir bekomme das hin. Ha, ich habe ein Herz. Sehr gut. Ich brauche nur das neue Herz. Neues Herz. Neues Herz. Ist da mein Herz drin? Nein. Blutstillung. Die dritte. Jetzt kommen wir nicht an die Scheiße hin. Das gibt's ja nicht. Ist das blöd? So. Ja, na gut. Da. Okay, letzte Blutstillung. So, hören wir das Verbluten auf. Perfekt. Da. Ist das meine Organbox? Wo ist denn das Herz da? Wie geht's denn, Bob? Ja, Bob ist stabil. Bob ist stabil. Wo ist jetzt der Kühlschrank mit dem Herz? Muss ja auch irgendwo sein. Da.
Julian, ha. You know arms and legs don't belong in there. Perfekt. I'm sure it is, but secret projects on your own time, please. Jetzt bereit. Gib her. Ah, hier. Perfekt. Da. Jetzt, komm halt her jetzt. Da. Bob, ich hab da was für dich. Gleich geht's dir wieder besser. So. A very fine thoracic surgery. And he still has all his limbs. Excellent. Ah. Super. I'm sorry for the hiccups with the doors and such. These rooms were designed to test your surgical abilities, but I guess we've still a few kinks to iron out. Julian, I've got a job for you. Ja. Nächste Level steht bereit. Ja, wunderbar. Ja, das ist der Surgeon Simulator 2. So funktioniert das hier. Das ist quasi komplett was anderes wie der erste Teil. Also ich habe jetzt quasi einen direkten Vergleich und ich muss sagen, im ersten ist schwieriger die Steuerung, weil alle Finger einzeln steuern und so. Aber das OP-Werkzeug liegt bereit und es ist grundsätzlich, finde ich, besser, weil es halt um OPs geht. Und hier Zeug irgendwo zusammensuchen und ihr habt es ja gesehen, es war buggy, wenn der tot ist, dann konnte nicht mehr, ne? Nicht einfach Level neu starten. Das war schon ziemlich blöd. Ja. Na komm, mach da. Beenden wir das mal. Okay. So. Ich weiß noch nicht, wie ich euch das Video zusammengeschnitten habe, aber... Julian says this one should be tip-top. Let's just see about that. Oh, don't go off in a huff again. Ja, für dieses Video war es jetzt mal. Ich muss das irgendwie zurechtschneiden. Jetzt OP haben wir erfolgreich geschafft. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.